Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Craftopia. In der letzten Folge waren wir auf der Höllenmap das Dungeon versuchen. Da will ich heute nochmal hin und ich habe vergessen, das Zeug zu verkaufen. Das wollte ich jetzt offscreen machen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe mir noch nicht mal die Waffen angeguckt, was die für Stats haben. Wieso hat die 150? Ach, das sind Level 2. Ah, okay. Also die kann weg. Die kann weg. Die habe ich ja hier zweimal. Living Tier 1, Level 5, Gathering Freeze, Dev 3, Dev 5. Weg. Den Stab hier haben wir zweimal. Der kann erst einmal weg, das wissen wir ja. Dafür habe ich ja 9. Die sind beide gleich. Okay, da kann ich einen verkaufen. Nee, das kann ich verkaufen. Das Lichtschwert bleibt. Picken. Ja, komm, eine können wir verkaufen. Braucht man nicht. Die Dinger können wir verkaufen. Und das können wir verkaufen. Ach so. Und das da. Und den Rest heben wir mal auf. Kommt mit zur Sammlung. Okay, das eine verkaufe ich doch noch. Hab ich noch nicht so eine Stäbe? Doch, hier. Okay, der wird verkauft. Der bleibt. Und diese Äxte bleiben. Aus dem einfachen Grund, die erinnern mich stark an die Wikinger-Kampfäxte. Und die bleiben natürlich. Vielleicht kann man hier irgendwie einen Bilderrahmen aufhängen, wo man die reinmacht. Oder so eine Wandhalterung. Das wäre richtig geil. Da unten habe ich noch eine Trainingspuppe. Die können wir auch verkaufen. Und ich brauche tatsächlich hier den anderen Markt. So. Denn das hier wird wieder verkauft. Das Brot wird verkauft. Und den Rest lassen wir erst einmal. Denn ich will unbedingt auf diese Map. Ich will zu dem Dungeon. So, wir waren hier hinten bei der. Einmal traveln. So. Muss man einmal wieder quer über die ganze Map rennen. Das kann was werden. Außer wir finden vorher schon eins. Ein Dungeon. Dann wäre das natürlich richtig gut. Was ich allerdings nicht ganz glaube, wenn wir jetzt hier lang rennen, dass wir da vielleicht nochmal eins finden. Ne? Wir könnten es mal versuchen, ne? Wir müssen allerdings nur auf den Drachen aufpassen. Los, Stamina. Dich werde ich nämlich benötigen bei diesen Mobs. Nee. Lass mich in Ruhe. Ja, ich laufe jetzt hier am Rand einfach mal lang. Gucken, ob ich ja noch einen Dungeon finde. Ansonsten ist mein Ziel außen rumrennen bis zu dem Dungeon, wo wir waren. Offscreen hatte ich auch mal versucht, so ein fettes Chicken zu fangen. Jetzt nicht zwischen der letzten und dieser Folge. Ein bisschen vorher auf der anderen Höllenmap. Geht leider nicht. Die werden dann aggro und greifen mich. Au! Und greifen mich an. Ja, aber so ein, zwei so eine fetten Hühnchen in der Breeding Machine, das sähe bestimmt geil aus. Vor allem, wenn die Küken auch so eine Riesendinger sind, wären
Oder ja, irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Nein, Skelett, geh weg. Hier gab's kein Dungeon, okay. Oh nee, da ist ein fliegender Bomberman. Lass mich in Ruhe! Ist das schon das Dungeon? Nee, das ist ein anderes. Na dann. Das ist aber da, ja, auch so eins. Okay. Und wieder essen. Wow. Ja. Ich mache kaum Schaden. Hallo? Triffst du jetzt gefälligst mal? Alter, wie lange soll ich denn auf den schießen, bis der umfällt? Und hier gibt's halt auch keine Paprika. Ich glaube, ich muss wirklich so ein Viech umhauen, damit ich die Seeds für die bekomme. Ach du Heimatland, wie lange soll das denn dauern hier? Aber der ist fast down. Okay, der erste ist down. Der hat Pilze gedroppt. Und ein Seedback. Vorbei. Ganz ehrlich, ich versuche jetzt mein Glück. Ah, lalalalalala. Ja, nee, Reisseeds. Elemental Dust? Okay. Okay, mein Ding hier hat gut Wirkung auf die Teile. Und ich bin so gut wie tot. Au. Heating Mineral und Potato Seeds. Nein, ich brenne. Jetzt hau den doch mal. Alter, was ist denn? Och man, ich will doch einfach nur so eine verkackte Paprika haben. Ja, Höllenpaprika, ne? Genau. Alter, zieht sich das hin. Oh, schon offen. Dann gehen wir doch direkt weiter zum nächsten. Eine Kiste war da nicht. Nee. Ach du Heimatland. Wenn das mit allen so abläuft, na dann Prost Mahlzeit. Da werde ich schon ein Weilchen beschäftigt sein. Wie soll man sonst an die Seeds kommen, wenn nicht so? Oh Mann.
Los. Okay, der erste ist down. Der hat wieder irgendwas Grünes fallen gelassen. Ich sehe, dass du mich abschießen willst. Kannst du gleich vergessen hier. Vorher stirbst du. Unterbreche ich dich immer beim Schießen? Lol, keine Pfeile mehr? Hä? Alter, wieder nur Eiszieht, ernsthaft. Kann doch jetzt nicht wahr sein hier. Wieder nur Eiszieht. Ich muss erstmal den Bomber-Haini da oben wegschießen. Lass mich in Ruhe. Aber ich habe doch mehr als genug Pfeile. Was soll denn das? Dass er das nicht automatisch nachfüllt, ist ja scheiße. Wirst du Gnome, fall um. Ja, komm, das nehme ich jetzt mal in Kauf. Sag mal. Das kann ich auch hier. Und jetzt? Wieder nur so eine verkackten Seeds. Was soll denn das? Ich will... Ich weiß sowieso, dass ich gegen den Bossmob nicht ankomme. Aber dann gebt mir doch wenigstens die Seeds. Wow, das war einmal daneben geschossen. Alter! Die Name-Tags, die nerven gerade. Aber wie viel hat der geheilt? Ich muss halt noch in... Ach du Scheiße, hier kommt doch schnell einer an. Ach komm, bitte stirb. Auch wenn die Waffe guten Damage macht, aber... Die halten ordentlich was aus, das ist nicht gut. Und ich muss noch einen umhauen. Mann, das kann was werden hier. Ist die Tür jetzt offen? Ja, sie ist offen.
Und wieder nur Reis zieht's. Alter, ich krieg das Kotzen. Oh. Irgendwas mit Poison wird jetzt kommen. Höh! Lass mich in Ruhe. Okay, hier werde ich jetzt auf jeden Fall stark ablosen. Das kann ich euch versprechen, ne? Wie viele Pfeile habe ich noch im Gepäck? Ne, da müssen wieder 100 her. Ne, das kann ich auf... Nee, kann ich mich sterben, das kann ich vergessen. Das Vieh ist einfach nur zu hardcore. Level 84er Boss. Holy shit. Mit was für Waffen muss ich denn da rein, bitteschön, in das Dungeon? Ey, ich werde das Dungeon auf jeden Fall verlassen. Also hier gibt es auf jeden Fall keine diese Seeds, die ich brauche, hätte. So, jetzt. Sag mal. Okay, festgehalten hat er sich jetzt. Aber wie soll ich an diese Höllen-Paprika-Seeds-Pepperoni-Dinger kommen? Ja. Alles klar. Ich hab's. Das hätte ich... Ach Gott, das hätte man mir vorher sagen können, dass man die in diesen Schädeln findet. Wie viel haben wir denn? Vier Stück? Vier Stück? Das ist doch jetzt eine reinste Verarsche, würde ich sagen. Wo ist der nächste Kopf, den ich looten kann? Da unten pümmelt der Drache rum. Da oben ist ein Kopf. Okay, die Dungeons hier sind definitiv zu schwer. Deswegen werde ich jetzt von Kopf zu Kopf rennen, um die 20 Paprikas zu sammeln und noch ein paar Kisten öffnen, die man einfach so findet. Und man wird wieder verfolgt. Wow. Kriegst mich nicht. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was das für ein Erz war, was ich eingesammelt habe. Na, hoch mit dir. Pfeil und Bogen, nein. Ja, hier wieder diese Dinger. Platinerz, okay. Wachsen die nur in den Köpfen oder wachsen die auch einfach so random hier rum? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich habe jetzt keinen Bock, von Kopf zu Kopf zu rennen. Aber hier unten ist schon wieder eine Kiste. Die gönnen wir uns. Anscheinend wachsen die wirklich nur in den Köpfen. Ich bin ab... Wie viel von der Map haben wir jetzt aufgedeckt? Fast den ganzen Rand und kaum was gefunden davon. Ja, hier wächst auch einfach nichts rum aus. Pilze, wow. Pilze brauche ich aber nicht. Ich hätte gern Paprika. Höllenpaprika. Hmm.
Na, dann sprinten wir mal zu dem Kopf da hinten. Nein, mit dem werde ich mich definitiv nicht anlegen. Und wieder keine Stamina, nice. Da pümmeln schon wieder so viele rum. Au, nein, lasst mich. Ah, Hilfe. Ah, Polizei, nein, Schluss aus. Gott, wie viele sind denn hier drinne? Ah, nein, ich brenne. Boah, scheiße, ich bin gleich down. Alter, was ist denn los mit euch? Enchanted Point. Okay. Hä, ich hab doch so ein Ding genommen. Das ist jetzt echt creepy. Da hinten bei dem Kopf war ich tatsächlich noch nicht. Wie viel Paprikas haben wir denn? 12. Ich muss noch 4, 8. Muss noch 2 Köpfe looten. Damit ich auf die 20 Stück komme. Gott, aber da ist immer so eine Versammlung. Ja, in dem war ich noch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann das nicht nehmen. Scheiße. Alter, mitten beim Healen, du willst mich doch. Ich müsste jetzt noch einen so einen Kopf looten, dann habe ich die 20 Stück zusammen, die ich brauche. Ich weiß, wir wissen ja, da unten ist noch einer. Da oben ist auch noch mal einer. Nein! Lol. Okay. Gib mir Paprika. Ja, Paprika! Eins, zwei, drei. Wo ist die vierte? Nein, hier gab's nur drei. Beschiss! Also das war jetzt echt ein krasser Beschiss, muss ich sagen. Nur drei Stück. Ich dachte, es wäre der letzte Kopf, den ich looten könnte hier. Oh, lass mich. Das mit dem Hitzetrank wundert mich. Ich habe den doch genommen. Also ich werde die Folge nicht beenden, bevor ich nicht diese 20 Paprikas habe. Oh, hier hinten geht es auch nochmal lang. Vielleicht eine Abkürzung zum nächsten Kopf. Hoffentlich. Jo.
Abkürzung zum nächsten Kopf, würde ich sagen. Jo, hier sind noch mal welche. So. Wir haben... Ach, du leck mich. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich habe nichts für euch. Na? Oh lol, keine Stamina mehr. Alles klar. Das scheint mir wieder so ein Rockgolem zu sein. Zu dem möchte ich jetzt nicht. Ich gucke jetzt nochmal nach. Wir haben 23 Stück. Alles klar. Ich würde sagen, wo ist das Portal? Müsste doch eigentlich jetzt hier unten kommen. Ja, da ist es. Das heißt, wir könnten, wenn ich jetzt noch den restlichen schwarzen Gunpowder kriege, den nächsten Stagewechsel machen. Das freut mich doch schon einmal. So, in der nächsten Folge geht's aber weiter. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, dance until I drop.